Objekt 60, der Thron. Objekt 60 ist ein Metallstuhl mit einfachem Design, der in einer dunkelgrünen Farbe mit einem glänzenden Finish lackiert ist. Wie jeder normale Stuhl hat das Objekt 60 vier Beine, einen Sitz und eine Rückenlehne. Obwohl es keine Armlehne hat, es ist auch besonders gepflegt, ohne größere Kratzer oder Dellen. Weitere Inspektionen haben gezeigt, dass das Objekt allen Arten von Schaden widersteht und dass es unmöglich ist, von der Position zu bewegen, an der es lauert. Der Objekt 60 wurde ursprünglich dank der Untersuchung des leitenden Archivars Raoul Marquis, der das Objekt zuvor jahrelang studiert hatte, von einem normalen Stuhl unterschieden. Nach monatelangen Anstiftungen stimmte die über übrigen Archive zu, Marquis' Forschung zu überprüfen, die sich überraschenderweise als korrekt herausstellte. Seine Dokumente beschrieben Dutzende von Sichtungen dessen, was ein bananagrüner Stuhl zu sein schien, alle an zahlreichen Orten oder aus der Zeit von einigen Monaten bis zu Jahrzehnten, sogar Jahrhunderten in der Vergangenheit. Wie bereits erwähnt, hat das Objekt die Hauptmerkmale, gegen jede Art von Schaden resistent zu sein und sich nicht zu bewegen. Aber es hat auch andere, vagere und weniger verstandene. Zum Beispiel hat die Nähe zum Objekt das Potenzial, die menschliche Psyche leicht zu verändern. Subjekte mit geringer geistiger Stärke werden ihre Erinnerungen herausgefordert sehen und geeignet sein, zu denken, das Objekt 60 ein kostbarer Gegenstand für sie ist, der seit Jahren ein Teil ihres Lebens ist und daher davon überzeugt sind, sich darum zu kümmern und es bei Bedarf zu schützen. Abgesehen von seinen bereits erwähnten Fähigkeiten ist es bekannt, dass Subjekt 60 einigen von denen, die darauf sitzen, gelegentlich einen von Reihe von Segnungen verleiht. Der Mechanismus, der entscheidet, wer von dem Objekt profitiert und wer nicht, bleibt ein Rätsel, da es anscheinend keinen Faktor gibt, der alle seine vermutliche Begünstigung verbindet. Laut Marquis, der angebliche Zugang zu geheim verbotenen Wissen enthalten hat, nachdem er zum ersten Mal auf dem Objekt gesessen hatte, sind die folgenden fünf möglichen Bones, die Objekt 60 erwähnt hatte. Klarheit des Geistes, Zugang zu verstecktem Wissen, ein Anstoß von Mut und Leidenschaft, erhöhte geistige Leistungsfähigkeit der einer Erweiterung der Seele. Die Bedeutung vieler von ihnen ist noch zu erkennen. Das Objekt kann im Wesentlichen auf jedem Level der Backrooms gefunden werden. Sichtungsberichte erwähnen, dass das Objekt mitten im Wald auf Level 39 begegnet ist, halb unter dem Sand in Level 46 und sogar in einem Schrank auf Level 4. Bei allen Gelegenheiten scheint das Objekt an zufällige Orte ohne Bedeutung zu erscheinen. Es gibt jedoch einen einzigen Sichtungsbericht, der von Senior Archivaris Marquis eingereicht wurde, in dem sich Objekt 60 an einem wichtigen Ort manifestierte. Marquis' Bericht zufolge bemerkte er, wie in seinen Untersuchungen bei einer Gelegenheit in den Chair-Raum führten, wo er eine Reihe seltsamer Ereignisse miterlebte. Der Archivar wurde im Raum mit Gesang, Flüstern und Gebeten aus der Gruppe, die als die Eifer des Stuhls bekannt ist, begrüßt. Obwohl diese fast unverständlich waren, gelang es Marquis, Sätze wie unser Herr zurück und Gottkönig endlich zurückgekehrt zu unterscheiden. Ein weiterer seltsamer Aspekt war, dass der Raum mit Stühlen aller möglichen Art vollgestopft war. Im Gegensatz zur üblichen gleichmäßigen Verteilung des Raumes und außerdem, anstatt ordentlich abgeordnet zu sein, umkreisten die Stühle alle Objekt 60 auf revertiale Weise. Laut Marquis hatten sich alle Vorsitzenden versammelt, um den Objekt 60, der als der Thron bezeichnete, ihren Respekt zu zollen.